Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ja, ich habe hier gerade ein anderes Texture Pack drin. Das ist das Misa Texture Pack. Ich habe hier ein paar installiert und ich werde hier jetzt auch mal jede Aufnahme mal ein anderes nehmen. Und wir sind jetzt hier schon ungefähr eine einige Stunden nach der letzten Aufnahme. Ich habe ja letztes Mal irgendwie in der Nacht aufgenommen. Ja, okay, bis 3 Uhr oder so habe ich aufgenommen. Und jetzt haben wir wieder 22 Uhr. Ich nehme irgendwie mal abends auf, kann das sein? Und eigentlich wollte ich jetzt Call of Duty aufnehmen, nur mein Call of Duty ist am Arsch. Das ist jetzt für euch wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr up to date, weil ich da 100 Pro schon Gameplay so gemacht habe. Aber ich denke mal, das nehme ich jetzt für heute mal als Thema, so zum drüber plaudern. Ich muss hier das übrigens mal eben wieder wegmachen, weil ich da ein bisschen Scheiße gebaut habe, weil das sieht nicht so geil aus. Ich habe mir jetzt nochmal in der Kopie angeguckt, dann ein bisschen anders und da sieht das geiler aus. Und deswegen machen wir das jetzt mal so. Ich muss mal ganz kurz auf mein Handy linsen, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe. Moment, Moment. Moment, Moment. Moment, Moment, ich bin da. Da bin ich schon wieder. So, und zwar möchte ich die Mauer um einen höher machen. Und das eine klingt jetzt zwar so ein bisschen wenig, damit das so einen riesen Unterschied macht, aber es macht wirklich einen also optisch einen gigantischen Unterschied. Ja, deswegen müssen wir die ganzen Fackeln hier mal wegmachen. Und ich laufe gerade nur auf 11 FPS. Was ist da los? Ah, ich muss mal eben was ändern. Er hat ein bisschen rumgespielt. Grafikeinstellungen, Animations, die was, ich muss hier aufmachen und das auch. Und dann Multicore, Default, Smooth. Vielleicht läuft es dann besser. Ja, läuft ein bisschen besser. Super. So, dann machen wir eben die Fackeln hier weg, damit uns die gleich nicht stören. Hoppala. Hoppala, da läuft schon gar nicht mehr vorbei. Das ist ja formidabel heute wieder. Übrigens, heute, das habe ich jetzt total verpeilt, mit der Minecraft, original Minecraft-Musik, habe ich mir gedacht, das könnte man mal so, ja, kann man mal bringen, ne? Ich hoffe, dass das nicht zu ruhig gleich hier ist und dass überhaupt mal ein bisschen was an Klängen kommt. Und momentan hört man noch nichts. Wenn das gleich so weitergeht, dann starte ich gleich kurz einfach. Ich mache das ja alles über Spotify, dann starte ich Spotify halt gleich eben schnell. Sollte ja kein Rie Uppala, nee, da baue ich schon wieder zu viel, aber die Wand muss ja eigentlich bleiben. Sollte ja kein Riesenakt sein, da mal eben. Ist das Stein hingefallen? Au! Ne? Sollte kein Akt sein, da mal eben Spotify zu öffnen und die richtige Playlist ans Laufen zu kriegen. So. Ja, und ich habe ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, seit vorletzter Aufnahme eine bessere audiöse Qualität, weil ich ja alles wieder hier nachbearbeite. Aber ich wollte ja eigentlich mit euch reden, ne? Dann machen wir das jetzt auch mal. Und zwar, ihr habt ja bestimmt alle, muss ich ja gar nicht hier so bestimmen, sondern ihr habt ja alle mein Rage-Video gesehen, dieses circa dreiminütige, wo ich darüber hier über die Hate, wo ich da in so einer Hacklobby drin war. Ich muss mal eben auf meinen Ohren das mal ein bisschen leiser machen. Das ist ja übertrieben hier. Nee, nicht das so, doch. Nee, kann ich so machen, genau. So, mal kurz. Ja, ist super. Ne? Und ja, nach dieser kleinen Aktion habe ich nicht mehr gespielt. Weil, ja, irgendwie keinen Bock gehabt. Und habe mir dann heute, so gegen, boah, die Uhrzeit ist ja eigentlich jetzt gerade wurscht, jedenfalls heute Mittag ungefähr, mir gedacht, ja, komm, gehst du mal hin und nimmst da mal No Add-ons auf, ne? Haben ja schon lange genug, auch nicht mehr, dann
kommt ja vielleicht auch endlich mal wieder eine Folge, No Add-ons. Hallo? Alter, was ist denn? Kommt ja vielleicht endlich auch mal eine Folge No Add-ons raus. Und was war? Ich hatte falsche Klassen. Hab mir gedacht, ja, scheiß drauf, dann machst du mal eben so ein kleines Live-Commentary, wo du dann halt diese seltsamen Klassen mal zeigen tust. Und ja, dann habe ich gesehen, dass diese Klassen gar nichts Besonderes sind, sondern einfach nur Attrappe sind und sich hinter einer USP als als Primärwaffe nur eine M4A1 versteckt oder eine Blendgranate als Sekundärwaffe einfach nur eine USP versteckt. Daraufhin wollte ich dann einfach die Klassen ändern und merkte, dass das nicht wirklich geht, da weil meine ganzen Sachen nicht mehr freigeschaltet sind, die ich mir aber alle schon freigeschaltet hatte. Ja, das Problem ist jetzt, dass ich halt die ganzen Sachen nicht mehr freigeschaltet habe. Ich habe für die Ska Hard, aber das Problem, also seltsam ist, jetzt für alle Leute, die sich bei Call of Duty ein bisschen auskennen, man muss, um zum Beispiel ein Thermalvisier freizuschalten, 75 Abschüsse mit dem ACOG ist das, ne? 20 oder 25? 20. Ja, 20. 20 Abschüsse mit dem ACOG-Visier machen. Aber ich habe das Thermalvisier momentan für die Ska Edge freigeschaltet. Aber ich habe kein ACOG-Visier. Ja. Lasst euch das mal auf die Zunge zergehen. Ich habe etwas freigeschaltet, ohne das zu haben, was ich zum Freischalten brauche. Höre ich da gerade Minecraft-Musik? Schön. Schön, schön. Also auf jeden Fall habe ich mich da ja schon so ein wenig verarscht gefühlt. Halt gesagt, ja, scheiß drauf, dann gucke ich halt, ob ich das irgendwie freischalten kann. Ich hatte das ja, wie gesagt, alles noch am Aufnehmen gehabt und habe dann aber das Spiel fürs Erste beendet. Dann habe ich erstmal das Spiel geschlossen, das Video gerendert und schnell hochgeladen, damit ihr so, ne, für heute mal ein Video habt. Also für heute ist das doof, weil wenn ihr das Video hier gerade seht, ist wahrscheinlich erst in 2 Wochen. Und, oh, schöne Minecraft-Musik. Hallo, so? Und, wie heißt es? Ja. Auf jeden Fall wollte ich dann gerade eben das Spiel wieder starten. Und was ist, ich krieg die Klassen gar nicht mehr geändert. Und hab mir gedacht, wollt ihr mich jetzt verarschen, ihr kleinen Dreck? Nee, komm, das Minecraft-Display, das ist mal ein bisschen niveauvoller. Ich hab mich da so halt so ein, ne, wieder so ein bisschen verarscht gefühlt und hab mir gesagt, ja komm, dann geht das wohl leider gerade nicht. Und hab mir gedacht, komm, nimmst du mal den Singleplayer auf. Geht auch nicht. Das Spiel ist momentan für mich unspielbar, das ist am Arsch. Und, das kotzt mich einfach nur an. Diese blöden Hacker, ganz ehrlich, was habt ihr davon zu hacken, weil es bringt euch persönlich ja nichts, wenn ihr mein Spiel kaputt macht. Dann habt ihr nur einen Feind weniger. Eine Person weniger, mit dem ihr zocken könnt, ne? Und, ja, daher, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Let's Play Call 4 aussehen soll. Ich weiß nicht, wie das mit dem No Add-ons aussehen soll. Ich habe jetzt hier an Steam, jetzt habe ich die, Moment. An Steam habe ich jetzt so ein Support-Ticket da gesendet. Und ich bin mal gespannt, ob das schon geklärt ist, wenn ihr diese Folge seht. Ich hoffe mal ja. Ansonsten werde ich mir das Spiel neu kaufen müssen. Und, warte, das muss weg. Das ist, da kommt so eine Treppe hin. Werde ich mir das Spiel halt neu kaufen müssen. Und, halt mir die Sachen alle neu freischalten. Finde ich super. Sprich, No Add-ons wird ein bisschen dauern, bis das kommt, weil ich am Anfang mal die Einblendungen habe. Hier von den Waffen, wie sie mit Add-ons zugedacht sind. Ja, und wenn das halt nicht, weil das mit den Kaufen wird halt wahrscheinlich, wenn dann noch etwas länger dauern, weil ich halt sehr knapp bei Kasse bin. Momentan wird ja eher so versucht, die Xbox zu finanzieren. Und das liegt halt momentan an höherer Priorität,
weil das halt auch schon in ein paar Wochen ist. Und wie lange, wie viel ist das noch? Circa 3 Wochen sind das nur noch. Dann ist die Xbox One draußen. Und ich kann mir jetzt nicht mal eben ein neues Spiel kaufen hier für 20 Euro oder sowas. Klingt jetzt wenig, aber ich bin halt Schüler, gehe seltener arbeiten, außer halt in den Ferien und nö, das kann ich mir nicht mal eben leisten, ne? Und ja, daher die Info schon mal an euch, dass das Let's Play nicht beendet wird, nur halt geguckt wird, wie es aufnehmen kann, weil mir halt momentan so gesehen das Spiel fehlt. Ja. Ich bin gespannt und. Boah, war die Musik gerade ein bisschen laut, ne? Achso, ich lasse die mal lauter. Dann mache ich einfach bei mir wieder nur leiser. So. Und dann ich mach die ein bisschen leiser, dann. So. So. Ja, ne, ist nicht beendet, nicht. Also halt nur so lange pausiert, bis mein Spiel wieder funktioniert. Beziehungsweise ich mir ein neues geholt habe. Wenn ich mir ein neues hole, dann muss ich auch einen neuen Account anfangen. Das ist dann super geil. Dann muss ich mir einen neuen Account, Steam-Account zulegen. Heißt, dann habe ich 2 und. Ich weiß nicht, kann man Spiele vom einen Steam-Account auf den anderen übertragen? Das wäre nämlich super, weil dann hätte ich meine Spiele, weil ich habe ja Dead Islands, ich habe ja Metro und alle, habe ich ja auf Steam alle. Und, ja, scheiße, wenn ich halt alles mit 2 Accounts machen müsste. So, ich muss mal eben kurz ein Schlückchen trinken. Ach, mein Glas ist schon fast leer. So, leer. Ups, was mache ich denn da für eine Scheiße gerade? So. So, so, so. Dann da hinten mal eben. Hier leer machen. So, das muss weg, 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 das darf nicht weg, das ist ja der Boden. So. Komm, der ist weg. Also ich muss ja ganz mieser Text weg, gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich kann ja auch mal eben kommen, switchen einfach mal während des Let's Plays das Texture Pack und ich würde sagen, ich habe hier einige runtergeladen. Wir gucken uns einfach mal an das Conquest. Dauert es ein bisschen immer. So. Ich finde, das ist eigentlich relativ nice. Es ist mir nur zu grob pixelig. Ich finde, das ist hat, ja, mir eine zu geringe Auflösung ist. Okay, ich habe ja ab erst halbe Let's Play mit einem 32 Pixel Let's Play gemacht. Texture Pack, aber momentan muss ich sagen. Ach, hier habe ich jetzt die ganz scheiß Holzblöcke drin, wo jetzt die Blöcke drin dranhängen. Wir sagen aber so ein 64 bis 128er Texture Pack ist mir persönlich lieber. Weil finde ich halt cooler. Also gefällt mir besser. Das lassen wir jetzt aber noch mal ein bisschen und dann das nächste ändere ich dann ungefähr, wenn ich dann ich mache ja so immer so 15 Minuten Folgen. Das hier habe ich jetzt bei 12 geändert. Ja, ungefähr, dann mache ich jetzt bis 17, dann kommt jetzt mal eine kürzere Folge raus. Eine dann mache ich immer so für jede Folge gibt's ein neues Texture Pack. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja. So, hoppala. Juckt mich jetzt vor Freude schon die Nase. Ah, komm. Ah. Ah, so. So, und. Komm, geh weg. Ja, 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 ja. Ja, wir haben jetzt momentan, ich muss sagen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe ja eine Zeit lang gar keinen Bock mehr auf Minecraft Let's Play gehabt. Habt ihr ja mitbekommen. Habe ich ja auch gesagt, dass ich wahrscheinlich pausieren werde, aufhören werde, Lust Let's Play machen werde. Das ist noch immer so. Aber momentan muss ich sagen, jetzt wo wir hier die 2 neuen Projekte angefangen haben, und zwar ja hier das und das im Meter, das habe ich in der letzten Aufnahme
total verpeilt, dass wir ja sogar noch neben Neta was am Machen sind. Und dann hab ich mir so gedacht, das machen wir so. So muss ich gerade mal kurz aufstoßen, das ist ja. Dass wir das so machen, mal so eine Aufnahme machen wir hier, die nächste machen wir da und jetzt machen wir hier die, machen wir es noch hier, weil wir jetzt gerade eh hier am Arbeiten sind. Und dann die nächste, ich muss sagen, das Texture-Pack ist echt, vor allem ist es ein bisschen sehr düster, oder? Auf jeden Fall machen wir immer so Baustellenhopping für pro Aufnahme, also von Aufnahme zu Aufnahme. Dann muss ich gucken, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier das machen. Da machen wir so einen schönen Tunnel draus. Und zwar, Zaun haben wir dabei. Guck mal, ist doch super. Gucken wir mal, wie wir den Zaun sagen, tun wir in eine Wände rein. Und zwar total randommäßig machen wir einfach. Hä? Also, was sagen, habe ich die jetzt kaputt gemacht? Jetzt aber gut, weil wir brauchen eh Cobblestone. Erde. So. Und so. Genau. So. Da machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und zack, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen, das ist vom Abstand her okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und schwupps. 1, 2, 3, 4, 5, nee, 4, 5, 6, 7, 8 und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier. Also schon fast fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier. Nee, dann können wir hier nicht machen, weil da hinten ja. Ups. Hier ist ja gar kein Dings mehr. Obwohl, es ist ja eigentlich scheißegal, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier war das. Hier immer so Zäune rein. So. Dann hier auch. Oder? Nee, das ist mir, gefällt mir noch nicht so gut. Ich würde sagen, wir reißen jetzt hier einfach komplett die Wände raus. Ja. Machen hier selber eine eigene Wand rein. Und zwar. Das heißt, ich komme mal kurz auch rüber am Linsen. Der liebe Max spielt mich gerade. Saints Row 4. Das muss ich gerade überlegen, wer das nochmal heißt. Ich komme da nicht drauf. So. Hier mal schön. Oh, was haben wir denn hier? Ach, hier war ja der. Ach ja, hier war der Übergang zu der anderen Höhle. Genau, ich erinnere mich. Ach du Scheiße, das war ein bisschen viel, ne?